Hi Leute, seht ihr mich? Hallo? Nein, Mann, hier bin ich. Guck mal, was ich hier anhab. Dein sogenannter Spritzschutzanzug. Sowas trägt die Feuerwehr, wenn sie zu Gifteinsätzen raus muss, damit nichts passieren kann. Und genau darum geht's heute. Um Gift. Also bei Gift denke ich ja sofort an so eine grüne, super gefährliche Flüssigkeit. Aber nicht jedes Gift ist flüssig. Es kann auch so aussehen. Pulvrig. Und manche Gifte sind sogar unsichtbar. Nicht mal riechen kann man die. Wer die aufspüren möchte, braucht ein spezielles Messgerät. Solche Gifte bestehen aus winzigen Teilchen, die als Gas durch die Luft schweben. Eins haben alle giftigen Stoffe gemeinsam. Sie sind super schädlich für unseren Körper. Ob und wie giftig etwas ist, hängt immer von der Menge ab. Eine kleine Prise Salz zum Beispiel ist harmlos. Würde man aber so viel auf einmal davon essen, wäre das richtig gefährlich. Ich check heute, wo Gifte in der Natur vorkommen. Oh Gott, das war's. Und werde dabei auch zwei super giftige Kobras treffen. Außerdem teste ich, wo giftige Stoffe im Haushalt lauern und wie man sie erkennen kann. Und ich helfe bei einer Großübung der Münchner Feuerwehr, bei der Spezialeinheit für Giftunfälle. Alle bereit? Hier kommt der Giftcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Wie erkennt man giftige Stoffe? Warum sind manche Tiere giftig? Und was ist eine Dekontaminationsdusche? Das checke ich für euch. Ich bin jetzt bei der Münchner Berufsfeuerwehr. Denn die Retter mit den roten Autos rücken nicht nur bei Bränden aus, sondern auch bei Giftunfällen. Die Münchner haben sogar eine Gift-Spezialeinheit mit eigenem Labor, der Container hier. Bei einem Giftunfall kann die Feuerwehr das Labor direkt zum Einsatzort bringen. So sieht's innen aus. Der hier angefahren kommt, heißt auch Tobi. Er ist Physiker und kennt sich mit Giften bestens aus. Auch mit denen, die sich im Haushalt verstecken. So, und was hast du hier alles aufgebaut? Ja, das ist eine ganze Ansammlung von sogenannten Haushaltschemikalien, die im Haushalt verwendet werden, eben, um zum Beispiel beim Reinigen zu helfen. So Rohrreiniger fürs Badezimmer, hier ein bisschen Waschmittel für die Klamotten. Genau. Spülmittel. Aber was haben die mit Gift zu tun? Die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift? Für jeden Stoff. Weil wenn sie falsch angewendet werden, ja, oder in falscher Dosierung, ja, dann kann es natürlich zu einer schädigen, giftigen Wirkung kommen. So, aber Tobi, wir sind ja hier bei der Feuerwehr, ne? Hier können wir ja eigentlich Dinge ausprobieren, die man zu Hause nicht machen kann. Können wir nicht mal eine von den Sachen wirklich absichtlich falsch benutzen? Klaro, machen wir. So, Tobi, was machen wir jetzt hier? So voll ausgestattet? Ja, genau. Wir wollten ja ein kleines Experiment machen, richtig? Genau, richtig. Genau. Da wollen wir heute mal die Wirkung von Rohrreiniger zeigen. Ja. Wenn man zu Hause so einen Abguss hat, ja, wo zum Beispiel ein bisschen Salat oder andere Sachen reingefallen sind, ja, oder ist das verstopft? Und dafür ist der Reiniger da, ja, den man dann da hineinschüttet und dann tut er da sein Werk. Na gut, dann mal rein mit dem weißen Zeug. Noch sieht das Pulver ja ziemlich harmlos aus. Aber guckt mal, was passiert, wenn ich Wasser drüber gieße. Krass, oder? Das Wasser löst eine heftige chemische Reaktion aus, bei der auch giftige Dämpfe entstehen. Gut, dass wir Schutzmasken tragen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man nimmt so einen Schluck Rohrreiniger und trinkt einen Schluck Wasser drauf im Magen, dann zieht die Speiseröhre und der Magen genauso aus. Also hochgiftig in mir drin. Hochgiftig. Also Leute, sowas niemals zu Hause nachmachen. Das geht nur, weil der Tobi Feuerwehrmann ist, sich super gut auskennt. Aber für das Experiment war es mega cool. Gerne. Aber giftige Stoffe im Haushalt sehen nicht immer giftig aus. Woher soll man denn wissen, was wirklich giftig ist und was nicht? Checkerfrage. Wie erkennt man giftige Stoffe? Also in der Regel sind so Flaschen mit so einer auffälligen Warnfarbe versehen. Mhm. Aber es sind auch meistens auf der Rückseite solche Zeichen gemalt mit so einem, das hier. Genau, dieses rote Viereck da. Was heißt das da? Da ist so ein toter Fisch mit so einem toten Baum. Oh ja. Das ist halt umweltschädigend. Ach guck. Deswegen sollte man nicht zu viel davon einsetzen. Das Symbol mit der Hand hier heißt Vorsicht ätzend. Die Giftwarnzeichen sind überall auf der Welt gleich. Und weil kein Text vor dem Gift warnt, sondern ein Bild, kann es auch jeder sofort erkennen. Egal, ob er lesen kann oder nicht. Und egal, welche Sprache er spricht. Je nach Gift gibt es unterschiedliche Warnhinweise. Bei allen ist sofort klar, Achtung, aufpassen.
Und sollte trotzdem mal was passieren, immer sofort den Notruf wählen. Also die 112. Es gibt Symbole, die vor Gift warnen. Die sind überall auf der Welt gleich. Gecheckt. Auch Pflanzen können ganz schön giftig sein. Vor allem im Wald muss man echt aufpassen. Nur weil was total lecker aussieht, heißt noch lange nicht, dass man das auch essen kann. Guckt mal, die Kirschen hier. Sehen ja aus wie ganz normale Kirschen, ne? Sind aber Tollkirschen und giftig. Die machen das, um sich vor natürlichen Schädlingen und Fressfeinden zu schützen. Wenn man die isst, kriegt man Fieber und es wird einem ganz schlecht. Also Finger weg. Am häufigsten kommt es zu Verwechslungen bei Pilzen. Es gibt über 1 Million Pilzarten, aber nur ein paar davon kann man essen. Und von den essbaren Arten gibt es einige, die haben fiese und giftige Doppelgänger. Guckt mal hier, ihr kennt doch alle den Wiesenchampignon. Das ist der echte und das hier ist ein giftiger Doppelgänger, der grüne Knollenblätterpilz. Der ist richtig giftig und wenn man zu viel davon isst, kann er sogar tödlich sein. Und den hier kennt ihr doch bestimmt auch, den Fliegenpilz. Auch bei dem heißt es unbedingt Finger weg. Ja Mann, ich fass doch da nicht hin, ich bin doch nicht blöd. Schon die rote Farbe signalisiert, Vorsicht giftig. So schützt sich der Fliegenpilz vorm Gefressenwerden. Und jetzt eine Frage an euch. Welche Giftschlange lebt in Deutschland? A. Die Gabunviper, B. Die Ringelnatter oder C. Die Kreuzotter? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Bei der Münchner Feuerwehr bin ich gleich nochmal. Tobi hat mir versprochen, dass ich bei einer großen Übung helfen darf. Klar, da geht's auch wieder um Gift. Vorher habe ich aber noch eine Verabredung in der Reptilienauffangstation München. Hier gibt's völlig harmlose, nicht ganz so harmlose und auch extrem gefährliche, also giftige Tiere. Einige wurden nach Deutschland geschmuggelt, obwohl das strengstens verboten ist. Werden die Reptilien entdeckt, bekommen sie hier in der Station ein neues Zuhause. Bei Tierarzt Markus. Nee, nicht dem hier, dem da hinten, genau. Hallo Markus. Hi Tobi, grüß dich. Oh fies ey, was hast denn du hier für Tiere? Ich hab dir ein paar Schlangen mitgebracht. Wie nett. Also zwei davon sind gefährlich, was schätzt du? Welche? Es gibt giftige dabei, ja? Es gibt giftige dabei, ja. Boah, zwei sind giftig. Warte mal. Gar nicht so leicht. Also auf jeden Fall ist die hier giftig, weil die hat auch die gefährlichsten Farben. Die ist so rot und das sieht schon fies aus. Und dann schätze ich noch die, weil die so fett ist irgendwie und die scheint mir am harmlosesten. Okay, da wärst du jetzt quasi einmal schon tot. Was? Also die ist wirklich giftig, da hast du recht. Ja. Das ist eine klassische Viper. Bei der anderen da hinten, wo du gemeint hast, die sieht am gefährlichsten aus, die fühle ich dir jetzt mal vor. Das ist ein ganz harmloser Wurm. Die kannst du ja jetzt nicht rausholen. Doch, kann ich. Alter. Ganz ruhig bleiben, ich bin bei dir. Krass. Ja, das ist jetzt eine Königsnatter aus Amerika und dieses ganze Tier ist fake. Wie fake? Ja, diese gefährlichen Farben machen im Grunde eine wirklich gefährliche Schlange, die es in Amerika gibt, nach. Hier der Vergleich. Das hier ist die Königsnatter, nicht giftig. Und das ist die giftige Korallenotter. Die sehen extrem ähnlich aus, oder? Auch für viele Feinde, die dann lieber von beiden Schlangen Abstand halten. Magst du mal anfassen? Ich kann die einfach nehmen, oder was? Du kannst die einfach nehmen. Die aber ist was macht der Kopf? Der Kopf guckt Der Kopf an. Ist mir egal, oder was? Der Kopf ist dir vollkommen egal. Okay, wurscht. Du musst mir jetzt mal so eine Einführung geben. Wo muss ich sie denn anfassen? Mach einfach mal so ein Körbchen aus deiner Hand. Oh Mann. Alles gut. Alles oh Mann. Fühlt sich das krass an. Kann die mir runterfallen, oder die was? Die kann dir runterfallen, wenn du sie nicht festhältst. Bleib einfach ganz ruhig. Oh, ist das wenn krass. Die da rumzüngelt, die guckt nur, wie du riechst. Ich riech gut. Geh weg. Boah, das fühlt sich abgefahren an. Die windet sich auch so. Oh, krass. Nicht in mein T-Shirt, Alter. Ganz ruhig bleiben. Fühlt sich schön an. Also sie ist ganz glatt und auch angenehm kühl irgendwie. Ja, na nichts mit glitschig oder flutschig. Nee, oder flutschig sowas. Ist sie überhaupt nicht. Aber die züngelt mich an, das ja, finde ich irgendwie unangenehm. Die will nur wissen, wer du bist. Das ist Hallo, ich bin der Tobi. Wer bist denn du? Huh, das fand ich jetzt sehr aufregend. Ja, lassen wir sie mal wieder rein. Und wenn wir uns jetzt die dritte hier anschauen. Von der ich finde, dass sie am harmlosesten aussieht. Genau, ne? Die ist wirklich tödlich giftig. Echt, die beißt dich und du kannst sterben davon. Es ist natürlich auch nicht so, dass du gebissen wirst und sofort tot umfällst. Mhm. Ja. Sondern dir geht es dann eine ganze Weile ziemlich mies und irgendwann kannst du dran sterben, wenn du nicht behandelt wirst. Okay. Und warum sind dann manche Tiere überhaupt giftig? Checkerfrage. Warum sind manche Tiere giftig? Naja, Gift ist im Grunde ja eine ganz tolle Erfindung. Klingt blöd. Aber
für so eine Viper bedeutet das Gift zum einen, dass sie ohne Risiko jagen kann. Mhm. Die beißt ihre Beute und lässt sie wieder los, wartet, bis sie gestorben ist. Und dann kommt noch so ein Verdauungseffekt mit dazu. Das heißt, die hat dann ihre Beute quasi nicht nur gefahrlos erlegt, sondern auch noch vorverdaut. Und auch als Abwehrmechanismus ist es natürlich Gold wert. Ja? Die zeigt, sie ist giftig, ja. Also lässt man die in der Natur komplett in Ruhe. Das ist bei Bienen und Wespen ganz genau dasselbe in Grün. Tiere können ihre Feinde oder ihre Beute auf ganz unterschiedliche Art vergiften. Skorpione zum Beispiel haben einen Stachel, mit dem sie, klar, stechen und dann ihr Gift direkt in die Wunde leiten. Bei den Krustenechsen ist der Speichel giftig. Haben sie erstmal ihre Beute im Maul, kauen sie so lange, bis ihr Opfer vergiftet ist. Speikobras heißen so, weil sie ihr Gift tatsächlich speien. Und das bis zu 3 Meter weit. Und diese Viper hier, die würde, ja, einfach zubeißen. Die tun wir jetzt mal raus. Und du holst sie jetzt raus, die giftige... Ah, ja, alles gut. Markus, du kannst sie doch nicht anfassen. Doch, kann ich. Ich hab's gelernt. Ja. So, siehst du, der machen wir jetzt mal das Maul auf. Wie unangenehm. So. Wow, und jetzt krass. Siehst du da vorne diese langen Giftzähne, ne? Das gelbe krass. Zeug, was da abtropft, das ist Gift? Das Gift. Wenn die nicht beißen will, dann sind die Zähne an den Gaumen geklappt. Ja. Und wenn sie eben beißen will, klappt dann sie die aus, stellt quasi. Sie die auf, ne? Und das ja. ist dann der Giftzahn. Guckt mal, die gelbe Flüssigkeit hier, das ist alles Gift. Aber keine Angst, für die Schlange selbst ist das ungefährlich. Ich kann dir das mal zeigen, ich habe dir hier einen Schädel mitgebracht. Das ist ein Schlangenschädel? Das ist ein Schlangenschädel von einer großen Gabunviper. Wahnsinn. Da siehst du jetzt, wir haben hier die Giftzähne aufgestellt. Ja. Und da geht oben, siehst du, ist eine Öffnung, da geht der Giftkanal rein. Ja, hier. Und wenn du unten an der Spitze guckst, siehst du Loch. Kleine Öffnungen. Das ist wie eine Injektionskanüle, also die Nadel an der Spritze. Ja. Die beißt, haut dir das ins Gewebe und drückt dann das Gift ab. Das ist ja Wahnsinn. Bei uns in Deutschland leben nur 2 Arten von Giftschlangen. Die Kreuzotter und die sehr seltene Aspisviper. Das Gift der Aspisviper ist sogar nur halb so stark wie das der Kreuzotter. Mit dem Gift erlegen die Tiere ihre Beute und schützen sich vor Fressfeinden. Gecheckt. Für das, was jetzt kommt, hat Markus sich Feuerwehrmann Stefan als Verstärkung geholt. Das kann nichts Gutes heißen. Ich hab jetzt schon Schiss. Das ist deine Überraschung quasi für heute, damit du auch mal eine große Giftschlange siehst. Magst du mal reingucken? Da ist eine große Giftschlange drin. 2. Oh, Mann. Oh, die bläht sich ja richtig auf. Oh. Das ist schon ein anderes Kaliber, ne? Ja, die sehen aus wie richtige, krasse Giftschlangen. Sind sie auch? Das sind indische Brillenkobras. Aber Stefan, was hat die Feuerwehr denn mit solchen Schlangen zu tun? Jetzt überleg dir mal, wenn du bei dir im Garten sitzt und siehst eine Schlange. Mhm. Was machst du denn dann? Wen rufst du denn dann um Hilfe? Ja, gute Frage eigentlich. Wahrscheinlich die Feuerwehr, ne? Richtig, wahrscheinlich wird es die Feuerwehr sein. Ja. Und damit wir im Einsatzfall mit den Tieren gut umgehen können, die Tiere nicht verletzen mhm. und auch unsere Leute die größtmögliche Sicherheit haben, trainieren wir regelmäßig mit der Auffangstation. Und wie läuft jetzt so ein Training heute bei euch jetzt hier ab? Was machen wir jetzt? Ja, im Grunde lassen wir jetzt die 2 erstmal raus. Aus der Kiste? Ja, klar. Spinnst du? Nee. Aber die ist giftig und riesig und die macht die ganze Zeit. Ja, du bleibst am besten schön an der Seite. Und glaub ich auch. Wir beide können durchaus mit denen umgehen. Du musst keine Angst haben. Wenn die auf dich zukommt, bleib einfach stehen. Du bist ein Baum. Nee, ich bin Mensch und ich kann laufen und dann laufe ich weg. Ja, wenn du wegläufst, dann bist du in Bewegung und dann bist du für die Schlange ein optischer Reiz. Und dann wirst du für sie interessant. Wenn du stehen bleibst, bist du für die Schlange nichts anderes als ein Baum oder ein Stück Hauswand. Alter Shit. Da kommt die andere schon. Oh nein. Das oh Gott. Das war's. Oh Gott. So, alles gut. Oh krass. Wann nimmst du die? Mhm. Ja, ja. Mach sie mal weg. Ey, guckt euch mal diese Tiere an. Wie krass ist das denn? Viele Feuerwehren in Deutschland haben speziell ausgebildete Reptilienexperten wie Stefan. Sie müssen das Einfangen immer wieder üben und auch viel über die unterschiedlichen Tierarten wissen. Nur so können die Feuerwehrler das Verhalten der Schlangen richtig deuten und sie sicher einfangen. Ich bin ein Baum. Ja. Nee, gerade bin ich doch kein Baum. Ich schon. Ich nicht.
Sag mal, Markus, bist du schon mal von der Schlange wirklich gebissen worden? Von der Giftschlange? Ja, von so einer. Von so einer? Ja. Was passiert dann? Na ja, gut, du gehst sehr gern in die Klinik, dir geht's auch nicht besonders gut. Du brauchst Antiserum und bist ein halbes Jahr krank. Ehrlich? Ja. Dann pack doch die auch mal wieder ein, dann ist die Übung erfolgreich beendet. Was hat Markus gerade gesagt? Antiserum? Da muss ich gleich noch mal nachhaken. Eins, zwei, drei. Und eingefangen. Genau. Yes. Sehr gut. Das war hervorragend. Du hast ja vorhin gesagt, du bist gebissen worden. Und dann hast du irgendwas gesagt von wegen Antiserum. Was heißt das? Ja, das Antiserum ist im Grunde ein Gegengift. Also man kann aus Schlangengift zum Beispiel kann man Medikamente für Herzkranke machen. Man kann Schmerzmittel draus machen. Und man braucht das Schlangengift, um dieses Gegengift herzustellen. Und das brauchst du, um an dem Gift der Schlange nicht zu sterben. Wenn man von einer giftigen Schlange gebissen wird, zum Beispiel von so einer, keine Angst, die ist nicht echt, dann kann das ganz schön gefährlich werden und man muss sofort zum Arzt gehen. Denn zu jedem Schlangengift gibt es ein sogenanntes Gegengift. Gegengift ist kein echtes Gift, es wird aber aus dem Gift der Schlange gewonnen. Und dafür muss man die Schlange melken. Das geht so, man nimmt so ein Probeglas mit einer Folie drauf und lässt die Schlange da reinbeißen. So, sowas nie in echt nachmachen, ne? Jetzt muss man die Giftdrüse der Schlange massieren, bis die Schlange das Gift durch ihre Zähne ablässt. So, ich glaube, das langt. Mal gucken. Ja, jetzt haben wir hier das Gift der Schlange drin. Das wird jetzt ganz enorm verdünnt und dann einem großen Tier in kleinen Mengen gespritzt. Zum Beispiel einem Pferd. Oh, komm schon her. Hallo, Kleiner. Jetzt nimmt man also so eine Spritze und zieht damit das verdünnte Gift auf. So, und spritzt das jetzt dem Pferd. Brav gemacht. Für das Pferd ist das wie eine Impfung. Das tut dem Pferd nicht weh und ist auch nicht schlimm für das Pferd. Aber in seinem Körper passiert was ganz Wichtiges. Da werden nämlich so kleine Kerlchen aktiv, sogenannte Antikörper. Die Antikörper beschützen das Pferd vor allem, was es krank macht. Auch vor Gift. Bei einem unbekannten Gift brauchen die Antikörper eine Weile, bis sie es bekämpfen können. Wenn sie aber einmal gecheckt haben, wie sie gegen das Gift ankommen, wissen sie es beim nächsten Mal. Und genau diese Antikörper entnehmen Wissenschaftler dem Pferd. Denn die helfen auch uns Menschen, zum Beispiel bei einem Schlangenbiss, als sogenanntes Gegengift. Ich bin jetzt nochmal bei der Feuerwehr München. Denn, genau, Feuerwehrmann Tobi hatte mir ja versprochen, dass ich bei einer Großübung helfen darf. So, Tobi, was machen wir jetzt? Eine Übung. Eine Übung. Was für eine Übung? Einen chemischen Gefahrstoffeinsatz. Mhm. Und wenn du dich mal umdrehst, siehst du einen Kesselwagen, also sowas, was auf der Schiene umherfährt, ja. Der transportiert einen Gefahrstoff. Und wenn du da jetzt mal schaust, was erkennst du da? Da ist wieder unser Gefahrenzeichen und das stand für ätzend. Genau. Und daneben habe ich ein paar Nummern angebracht. Ja. Und die stehen für Schwefelsäure. Was genau ist Schwefelsäure? Also Schwefelsäure ist ein chemischer Stoff, der einfach ätzend und damit sehr giftig auf den Menschen wirkt. Okay. Und wenn es da zu einem Unfall kommt, dann müssen wir da natürlich hin und müssen helfen. Klar. Sonst kommt der Giftstoff in die Natur und schädigt uns Menschen und die Tiere und die Pflanzen. Okay. Und da kommt wirklich dann Schwefelsäure raus, oder wie? Natürlich nicht. Ist heute nur eine Übung. Das heißt, wir haben da nur Wasser drin. Aber Schwefelsäure würde genauso aussehen. Okay. Und ich darf mitmachen nachher bei der Übung? Du darfst da mitmachen. Ist ja nur eine Übung. Ist ja nur Wasser. Okay. Cool. Dann los. Dann starten wir. Tobis Kollegen müssen das Leck so schnell wie möglich abdichten. Nicht, dass noch mehr von der giftigen Flüssigkeit in den Boden sickert und das Grundwasser vergiftet. Bevor es losgeht, braucht jeder Feuerwehrmann eine Schutzausrüstung. Einen sogenannten Spritzschutzanzug. Ich krieg auch einen. Ich glaube, ich will mal ein paar Menschenleben retten. Zuerst sichern wir den Gefahrenbereich. Bei echten Einsätzen muss die Feuerwehr den Unfallort im Umkreis von mindestens 50 Meter abriegeln. Bei extrem gefährlichen Giften sogar mehrere Kilometer weit. Wir können bei der Übung ein bisschen näher ran. Der Bereich ist schon mal abgesichert, das ist schon mal wichtig. Der Bereich ist abgesichert, keiner kann mehr reinlaufen, keiner wird mehr gefährdet. Und jetzt machen wir alles weiter an dem Kesselwagen. Genau. Die Feuerwehrleute, die gleich direkt am Leck arbeiten, ziehen einen gelben Schutzanzug an. Der ist noch sicherer als der orangene. Sieht ein bisschen aus wie so Raumanzüge, ne? Zuerst stellen die drei in Gelb eine Wanne auf, damit nicht noch mehr Gift in den Boden sickert. Dann befestigen sie ein Gummikissen am Waggon, das blaue Teil hier.
Funktioniert wie so eine Art Riesenheftpflaster. Sobald die Feuerwehrmänner Luft in das Kissen pumpen, wird das Ganze stabil und dichtet das Leck ab. Heute ist übrigens einer der heißesten Tage des Jahres. Ey, ich schwitze wie verrückt in meinem Anzug und will gar nicht wissen, wie es den gelben Jungs hier geht. So, und war doch ein super Einsatz, oder? Problem gelöst. Auf alle Fälle. Wir haben abgedichtet, wir haben aufgefangen. Spitzeneinsatz, ganz toll. Hilfst du mir dann bitte aus dem Einzug hier, weil ich schwitze mich voll. Nein, das kann ich leider nicht. Du hast dich nämlich eben abgeklatscht mit denen, die da rauskamen. Der Giftstoff war auf denen und jetzt ist er auf dir. Also musst du sauber gemacht werden. Du musst geduscht werden. Und dafür kommst du in unsere Dekontaminationsdusche. Warte mal. Das ist nämlich auch eine Checkerfrage. Was ist eine Dekontaminationsdusche? Eine Dekontaminationsdusche ist ein spezielles Werkzeug von uns. Das sieht man auch da hinten. Dort geht man hinein und dort wird mit einem speziellen Dekontaminationsmittel, einem Reinigungsmittel, die Verunreinigung auf den Anzügen entfernt. Also ein Mittel, was speziell in dem Fall für die Schwefelsäure geeignet ist. Aha. Und dann wird der ganze Gefahrstoff, der ganze Giftstoff von dir runtergewaschen. Das heißt, da muss ich auch durch und hinten dran, wenn ich ganz sauber bin, kann ich das endlich ausziehen. Dann kannst du das endlich ausziehen und so lange musst du noch durchhalten. Okay. Der Schaum kommt, typisch Feuerwehr, aus dem Schlauch. In die Dekontaminationsdusche gehen die Feuerwehrler immer zu zweit, denn sie müssen sich das Gift gegenseitig von den Anzügen schrubben. So, noch abspülen. Und fertig. Danke. Jetzt kannst du die Maske runter. Kannst du die Maske abnehmen? Jetzt kannst du sie abnehmen. Und wie ist es? Warm. Das ist alles Schweiß, Tobi. Das glaube ich dir. Alles. Das ist pitchnass. Das glaube ich. Aber es war ein unfassbar cooler Einsatz und ich glaube, wir haben es auch nicht so schlecht gemacht alle, oder? Nee, das hat hervorragend geklappt. Du warst auch spitze, muss ich sagen. Danke. Also rundum perfekt, muss man schon echt sagen. Ey, vielen Dank, dass ich bei allen mitmachen durfte. Das war richtig, richtig cool. Gerne. Danke, Tobi. Bitte. Oh, ich brauche einen Schluck Wasser. In einer Dekontaminationsdusche reinigen Feuerwehrleute nach einem Gifteinsatz ihre Schutzanzüge. Gecheckt. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welche Giftschlange lebt in Deutschland? A. Die Gabunviper, B. Die Ringelnatter oder C. Die Kreuzotter? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Richtig ist C. Die Kreuzotter. Die zweite Giftschlange, die in Deutschland lebt, ist die Aspisviper. Alter, springst du? Es war so heiß den ganzen Tag. Ich habe mir das hier echt verdient. Also lass mich mal duschen. Das war's vom Giftcheck. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und du hau ab. La, 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 la. Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!